as it was in the beginning, so shall it be in the end. I'm still light on my life. Now no demo dance light on my life. Wir Bauherren und Bauausführende in einer Person sind, können wir das ganz genau steuern und regeln. Wir müssen gar nicht so viel erfinden. Wir haben nur kleine Teile, wirkliche Innovationen selbst dazugebracht. Wir kombinieren Innovationen. Wir kombinieren Innovationen, die bereits vorhanden sind. Davon bin ich jetzt ganz besonders gespannt. Die Bautypen sind weltweit einsetzbar? Unter gewissen Einschränkungen. Wir halten also ein weltweit einsetzbares System vor, das bestimmten Standortkriterien unterliegt. Da sind im Speziellen oder im Hauptteil, dass wir Energie durch Wasserkraft oder Windkraft erzeugen können. Wir haben 6 Kuppeln und enorme Meterzahlen an hölzernen Baustoffen für die Tragwerke, die wir einfach geringer ausdimensionieren, wenn die Wind- und Schneelasten geringer sind. Welche Bauzeit rechnest du? Es sind 8 Monate Bauzeit für die Hauptmodule, die Wohnmodule, Gemeinschaft, Sanitär, die Werkstatt und weitere 4 Monate für das Anlegen der Anbaubereiche. Das ist in so kurzer Zeit mit nur 11 Leuten möglich. Durch einen hohen Standardisierungsgrad, das heißt die Modulbauten, die Geodome sind in der V2-Version immer aus 2 gleichbleibenden Dreiecksformen vorgefertigt und doppelseitig bespannt. Das erleichtert dann den Aufbau ganz enorm. Wichtig bei den Standortfaktoren ist auch, dass wir ein Baufeld vorfinden, was mindestens 3,5 Hektar groß ist. 0,5 Hektar benötigen wir für die Hauptmodule als Baufeld und die Versorgung von 11 Personen der gesamten Gemeinschaft mit Agrarerzeugnissen und den Vertrieb, dem angemessenen Vertrieb von Agrarerzeugnissen, setzen halt voraus, dass wir einen Anbaubereich von mindestens 3 Hektar haben. Mit welchen Baukosten ist tatsächlich zu rechnen? Es ist wichtig zu wissen, dass tatsächliche Baukosten stark von prognostizierten Baukosten abweichen. Immer. Entweder nach oben oder nach unten. In unserem Fall hoffen wir natürlich sehr stark nach unten. Das kommt auf das jeweilige Einsatzland an, das Preislevel dort, da ja sehr viel regional erzeugte Materialien zum Einsatz kommen, unterliegen die Baukosten natürlich massiv dem Preislevel der Location. In a wicked Babylon, oh. Tell them you'd be careful. Show them how to live in a world of gun crime. Tell them you'd be careful. Please teach them to survive. Für uns geht's nicht darum, dass wir uns selber bereichern, sondern wir möchten die Lebensmittel einfach zu einem vernünftigen Preis, den sich jeder leisten kann, auf den Markt bringen. Tell them about clean art and pure mind, and who did create your world.
now peace, no love, then promote. Violence around them promote. Now peace, no love, then promote. In der Phase der Errichtung noch in der Phase des Betriebs ist es notwendig, dass einer der Bewohner oder ein Teil der Gemeinschaft externes Kapital in die Gemeinschaft einbringen muss. Dann mit Hortan erzeugten Produkten komplett versorgen. Einen Liter Wein für 40 Cent verkaufen. So können einfach noch viel mehr Leute daran teilhaben. Man kann Zwischenhändler und Dritte mit einbringen und der Endverbraucher muss trotzdem keinen ungerechtfertigten Preis bezahlen. Und das sichert auch absolut den Absatz.